Ja, hallo Schildkrötenfreunde, im Juli blüht die Königskerze und schaut mal, ich bin schon 2 Meter hoch und sind bestimmt 2,50 Meter, 2,70 Meter, eine wunderbare Pflanze. Und es blüht die Wiesenflockenblume. Und was passiert im Juli? Ich mache hier mal die Entwurmung mit den berühmten Möhren. Einfach im Ganzen reinschmeißen und fertig. Bitte keine Chemie anwenden. Vorbeugend alle 4 Wochen Möhren füttern. Reicht. Dazu gibt es die zweiten Eiablagen. Circa 3 Wochen nach dem ersten Gelege wird das zweite Gelege gelegt. Die Eier schmeiße ich alle weg. Ich brauche keine mehr. Und zweitens sind die spät geschlüpften Jungtiere den erst geschlüpften Jungtieren immer etwas hinterher. Und wenn, dann brüte ich immer das Erstgelege aus. Hier sieht man es mal, Probebohrung gemacht. Es ist noch nicht so weit. Ja, sie brauchen meistens 2-3 Versuche. Manche schaffen es auch gleich beim ersten Mal. Ja, und die Eier, die versteckt sind und ich nicht gefunden habe, die sucht sich der Marder, wie ihr hier sehen könnt. Der Nachwuchs von 2018 hat sich prächtig entwickelt, also die hier ganzjährig nach Schlüpf schon im Freien sind. Und ich betone es immer wieder, sie wachsen viel besser, wenn es nicht zu warm ist, wie im Mai etwas feucht. Jetzt bei der großen Hitze haben sich alle Schildkröten versteckt, also sie wollen keine große Hitze. Die wollen sich früh aufwärmen auf ihrer Betriebstemperatur, aber wenn dann noch mehr Hitze kommt, das vertragen sie nicht. Ist auch logisch, denn auch das Schildkrötenblut würde irgendwann gerinnen. Und wie ihr seht, hat mein Frühbeet, was ja nur im Winter ein Frühbeet ist, jetzt Zuwachs bekommen. Die Kakteen mussten wieder ein Viertel frei machen und ich habe für die 2019er Nachzuchten ein Gehege angesät. Das muss jetzt schön kräftig keimen und wenn die dann Mitte August schlüpfen, haben sie ein schönes Gehege. Und weil das so gut klappt, werden sie natürlich da auch drin bleiben über den Winter und das ganze Jahr hindurch. Und im Winter mache ich die Deckel zu, aber sonst bleiben hier nur die Gitter. Ein großes Lob an die Firma Beckmann, die hier vollkommen unbürokratisch mir die Deckel ohne Scheiben sendet und ich mir hier die Gitter einbauen kann. Mal ein kleiner Tipp für euch, wenn ihr euch was bauen wollt, Firma Beckmann, Frühbeete und Gewächshäuser. Sehr guter Service und super Qualität, merkt man schon an den Schrauben. Die Eier brüten vor sich hin. Ja, sind wieder viel zu viel geworden, aber sind wirklich nur die Eier von interessanten Weibchen. Ich hoffe ja fast mal, dass sie nicht alle schlüpfen. Ja, die Emis-Eier sind schon bestellt. Und für die anderen werde ich erst mal sehen, was rauskommt. Mal kurz zur Bebrütung möchte ich noch sagen, also auf Weibchen brütet man natürlich so um die 33 Grad. Das Geschlecht bildet sich im ersten Brutdrittel. Da sollte man das besonders beachten. Die ersten paar Tage sollte man nicht so hoch brüten, um Deformationen, sprich Anomalien zu vermeiden. Aber dann so um den 12. Tag rum sollte das schon hochgehen. Dann später kann man mit der Temperatur auch wieder ein bisschen zurückgehen. Ich mache das aber, indem ich hier nachts 5 Stunden die Heizung ganz ausschalte, also eine Nachtsabsenkung wie in der Natur mache. Das gibt kernige Jungtiere. Naja, da muss jeder so seine Erfahrung sammeln. Wann nun genau, an welchem Tag sich das Geschlecht bildet, das weiß man ja nicht genau. Also im Prinzip, wenn es einmal gebildet ist, sollte es ja so bleiben. Den Tag muss man halt erwischen. Oder man brütet immer mit hoher Temperatur und hat das Risiko von Anomalien. Ja, die Schildkröten verkriechen sich bei Hitze hier im lichten Schatten. Und so haben sie das gerne, lichten Schatten.
mit mediterranen Gewächsen. So, das war's vom Juli. Warten wir auf den August, wenn die kleinen Schildkröten schlüpfen.